Ja, unser Heuerhaus, ein doch schon sehr altes Haus mit einer ganz einfachen steinernen Wand, von wegen isoliert. Das war nur eine Gesteinsschicht, mehr nicht. Ich weiß noch, im Winter in meinem Schlafzimmer, das Bett stand direkt an der Wand. Morgens glitzerte dann die Wand, weil der Atem war gefroren und man fühlte dann an die Wand und hatte dann praktisch Eis in der Hand. Also das war nicht so besonders angenehm. Das Dach war strohgedeckt und strohgedeckt bedeutete ja, dass man zwar von Zeit zu Zeit das erneuern sollte, aber das Geld dafür hatte man nicht. Denn das machen zu lassen kostete sehr viel Geld und deswegen hat man immer wieder notdürftig die schlimmsten Stellen ausgebessert. Aber wenn es dann mal kräftig geregnet hat, dann hat es tatsächlich durchgeregnet. Vor allem auch oben im Firstbereich war das Dach besonders anfällig und deswegen war es nicht selten, dass dann die Diele unter Wasser stand, dass auch das Erntegut, was man oben auf dem Boden, Raum, im Balken, wie man das so nannte, dann gelagert hat, dass es also auch nass geworden ist. Und auch da kann ich eine schöne Episode erzählen. Natürlich lebten da auch Ratten in so einem Haus, mit Stroh bedeckt. Und wenn es dann geregnet hatte und anfing zu regnen, nach einer langen Trockenzeit, dann guckten die Ratten oben durch die Löcher, die sie da ins Stroh gefressen hatten. Und dann habe ich dann versucht, mit Steinen und Erdklumpen die Ratten da zu treffen, um die zu vertreiben. Erst viel, viel später haben wir das Haus umbauen können. Ende der 50er Jahre konnten wir das Haus von unserem Bauern erwerben. Der Hauptgrund war, dass zu der Zeit einige Bauern nicht mehr so gut bei Kasse waren, dass sie also durchaus wohl Geld gebrauchen konnten. Und so haben wir also unser Anwesen mit gut 3 Hektar Land drumherum, haben wir von unseren Bauern dann erwerben können. Wir hatten schon vor, an einer anderen Stelle ein neues Haus zu bauen. Aber als dann diese Möglichkeit kam, haben wir dann gesagt, dann bleiben wir an Ort und Stelle, die Nachbarschaft war da und, und. Dann haben wir also Ende der 50er Jahre das Haus komplett abgerissen, haben nur eine kleine Mauer stehen lassen müssen, weil man sonst an der Stelle die Baugenehmigung nicht bekommen hätte. Diese Restmauer ist dann später auch noch mit verschwunden und neu gebaut worden. Aber erstmal hatte man die Baugenehmigung. Und so haben wir dann also eine Mauer mit Hohlwand bauen können, mit Isolierung also. Und natürlich entsprechend dann auch mit Dachziegeln, sodass wir also dann eine Wohnanlage hatten, die auch schon etwas menschenwürdiger war. Ja. Aber im Heuerhaus war das wirklich nicht sehr angenehm im Winter bei der Kälte und auch im Sommer, wenn es dann regnete, dann war das Haus zum Teil durchnässt. Ja. Das war nicht sehr angenehm und ich weiß, man hatte auch immer so ein bisschen Angst, das Haus bei Sturm wackelte. Und ich weiß noch, die sogenannte Dielentür, die Nebendörren, ja. Dann haben wir von innen die Leiter dagegen gesetzt und wenn der Sturm besonders schlimm wurde, musste einer die Leiter festhalten, damit die Dielentür nicht eingerissen wurde. Also wir haben da manche Not ausgestanden. Ja. Aber es war an sich selten, dass Heuerleute vom Bauern in ein Heuerhaus übernehmen konnten. Das war zu der Zeit noch relativ selten. Aber es nahm immer mehr zu. Ja. Es war da auch von der Landwirtschaft her gesehen eine gewisse Krise. Und die Bauern hatten also durchaus teilweise ihre Probleme, wirtschaftlich klarzukommen. Und dann haben sie doch ihre Heuerhäuser mit etwas Land abgeschlossen, um zu Geld zu kommen. Lag das vielleicht auch daran, dass schon viele Heuerleute wegzogen, ja, und die Bauern Maschinen kaufen mussten? Auch das kam dazu, dass die Arbeitskraft auch nicht mehr so erforderlich war, nicht mehr so, ja, notwendig war. Mhm. Und insoweit also durch die Maschinenkraft eben Arbeitsplätze sozusagen eingespart worden sind. Ja. Kam sicher dazu. Ja. In unserem Falle war es aber mehr die finanzielle Seite, ja, beim Bauern, die da mitgespielt hat, dass er nicht nur bei uns, auch bei den anderen Heuerleuten, es waren ja noch mehr da, angeboten hat, das Haus mit etwas Land zu kaufen. Ah ja.